Wir werden hier diesen Kegelschnitt Gamma analysieren. Die entsprechende Funktion mit zwei Variablen ist diese da. Die allgemeinen analytischen Ausdrücke von Gamma und von F sind dieser und dieser. Hier in unserem Beispiel hat A also den Wert 1. Die Zahl B ist genau die Hälfte von 2, also auch 1. Die Zahl C ist gleich minus 3. Die Zahl D ist die Hälfte von 2, also 1. Die Zahl E ist die Hälfte von minus 4, also minus 2. Und die Zahl F ist gleich 2. So, zuerst schauen wir, um welche Art Kegelschnitt es sich handelt. Dazu berechnen wir diese Determinante klein Delta. Hier schreibt man die Zahl A. Da und da schreibt man die Zahl B. Und da schreibt man die Zahl C. Diese Determinante ist gleich minus 3 minus 1, also minus 4. Diese Zahl ist streng negativ. Also ist Gamma automatisch eine Hyperbel. Jetzt überprüfen wir, ob dieser Kegelschnitt zerfallen ist oder nicht. Dazu berechnet man diese Determinante. Da schreibt man die Zahl A. Da und da schreibt man die Zahl B. Da schreibt man die Zahl C. Da und da schreibt man die Zahl D. Da und da schreibt man die Zahl E und da schreibt man die Zahl F. Diese Determinante ist gleich minus 13. Minus 13 ist nicht 0, also ist diese Hyperbel nicht zerfallen in zwei Sekante gerade. Jetzt fragen wir GeoGebra, diesen Kegelschnitt zu zeichnen, und GeoGebra findet effektiv eine nicht zerfallene Hyperbel. Um das Zentrum dieser Hyperbel zu bestimmen, berechnet man zuerst die partielle Ableitung dieser Funktion f nach x. Das heißt, wir leiten diese Summe nach x ab, indem wir y als Konstante ansehen, und somit finden wir 2x plus 2y minus 0 plus 2 minus 0 plus 0. Die partielle Ableitung von f nach der Variable x ist also 2x plus 2y plus 2. Jetzt rechnen wir noch die partielle Ableitung von f nach y. Das heißt, wir leiten diese Summe ab nach y, indem wir x als Konstante ansehen. Diese Ableitung ergibt also 0 plus 2x minus 6y. Plus 0, minus 4, plus 0. Die partielle Ableitung von f nach der Variablen y ist also 2x minus 6y minus 4. Jetzt bilden wir das Gleichungssystem. Diese Summe ist gleich 0 und diese Summe ist gleich 0. Diese zwei Gleichungen können sofort beide durch 2 vereinfacht werden. So erhalten wir dieses Gleichungssystem, dessen Lösung minus 1 Viertel minus 3 Viertel ist. Das Zentrum von der Hyperbel Gamma hat also als Koordinate minus 1 Viertel minus 3 Viertel. GeoGebra bestätigt das. Das ist der Punkt mit Koordinate minus 1 Viertel minus 3 Viertel. Jetzt bestimmen wir die Symmetrieachsen von dieser Hyperbel. Um die Steigungsfaktoren der Symmetrieachsen zu bestimmen, löst man diese Gleichung. In unserem Fall ergibt das diese Gleichung, deren Lösungen minus 2 plus minus Quadratwurzel von 5 sind. Das sind also die Steigungsfaktoren der Symmetrieachsen dieser Hyperbel. Selbstverständlich enthalten diese Symmetrieachsen das Zentrum C dieser Hyperbel. Und somit finden wir als erste Symmetrieachse die Gerade, die den Punkt mit Koordinate minus 1 Viertel minus 3 Viertel enthält und
die minus 2 plus Wurzel 5 als Steigungsfaktor hat. Das ist also die Gerade mit dieser kartesischen Gleichung. Die zweite Symmetrieachse enthält selbstverständlich auch den Punkt mit Koordinate minus 1 Viertel, minus 3 Viertel, hat aber als Steigungsfaktor den zweiten m-Wert, das heißt minus 2 minus Wurzel 5. Daher diese kartesische Gleichung der zweiten Symmetrieachse. GeoGebra bestätigt, dass diese zwei Geraden effektiv die Symmetrieachsen der Hyperbel sind. Jetzt bestimmen wir noch die zwei Asymptoten dieser Hyperbel. Dazu löst man diese Gleichung und die zwei Lösungen dieser Gleichung, das heißt hier 1 und minus 1 Drittel, sind die jeweiligen Steigungsfaktoren der zwei Asymptoten. Diese Asymptoten enthalten selbstverständlich ebenfalls das Zentrum C. Die erste Asymptote hat also als kartesische Gleichung diese da, das heißt, diese Gerade enthält den Punkt mit Koordinate minus 1 Viertel, minus 3 Viertel und hat als Steigungsfaktor diesen m-Wert 1. Daher diese kartesische Gleichung der ersten Asymptote. Jetzt die zweite Asymptote, die enthält selbstverständlich auch den Punkt mit Koordinate minus 1 Viertel, minus 3 Viertel und sie hat als Steigungsfaktor diesen zweiten m-Wert minus 1 Drittel. Daher diese kartesische Gleichung und GeoGebra bestätigt effektiv, dass diese zwei Geraden die Asymptoten der Hyperbel sind.